Herzlich willkommen von der Main-Spessart-Bahn aus der Baureihe 628 hier auf der Maintalbahn unterwegs in einem Szenario und Repaint von der lieben Cat Gaming, beides in der Videobeschreibung verlinkt. Recht kurzes Szenario. Wir starten hier in Aschaffenburg und fahren bis nach Aschaffenburg Süd mit einem Zwischenhalt, nämlich an der Hochschule. Gucken uns hier noch ein bisschen um. Wir haben hier noch ein ICE 1, 146, die hier noch rumsteht. Und hier haben wir noch, ja, einen Güterzug. Okay, wir steigen ein und rüsten mal auf. Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung, Türen links auf. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns dann mal direkt an. So. Ups, das ist ein bisschen sehr hell. Ja, das ist halt das Problem mit TSW-3 Fahrzeugen, die auf TSW-2 Strecken gesettet sind. Da ist dann leider sind dann die Lichtverhältnisse immer etwas absurd. Vielleicht lassen wir einfach das Licht aus. Okay, gut. Dann machen wir uns die PZB noch an. Haben wir dann einmal hier den Bremsschlüssel rein und zugeschaltet. Bremsen mal minimal rein. Dann sind wir soweit eigentlich abfahrbereit. Hier noch den Startschalter. Zuglichter machen wir noch gerne an. Führerstandsbeleuchtung können wir auslassen. Zugspitzensignale. Im Moment, wenn wir sie auf reduziert machen. So. Okay, das springt immer wieder zurück, dooferweise. Ja, nee, dann lassen wir die Zugspitzensignale heute ausnahmsweise mal aus. Okay, das funktioniert alles. Dann können wir auch die Türen vermutlich wieder schließen. Okay, sehr schön. Machen wir noch für einen Screenshot. Würde ich gerne noch mal ganz kurz das Licht anmachen. Hier noch ein schönes kleines Bild. Gucken uns auch das Repaint mal hier an. Wir haben auch hier sehr viele Details hier am Rand. Mit Zulassung für Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark und Luxemburg. Sind auch hier in Doppeltraktion unterwegs. Genau, dann würde ich sagen, Bremsen lösen. Und, ach, wir können noch die SIFA anmachen. Machen wir das mal. SIFA. Und jetzt geht's aber los. So, ja, Langsamfahrt. Ab da vorne heißt also Ausfahrt mit 40. Hier vorbei am ICE. Da steht noch eine 185er mit Güterzug. Mit Containern. Und wir fahren jetzt hier nach rechts. Das ist praktisch der nicht elektrifizierte Abschnitt. Oh, hier steht aber ordentlich was rum, ne? Das ist schön. Können wir ganz kurz einmal gucken hier hin. Auf jeden Fall, ja, ein paar Güterzüge, die hier stehen. Nicht schlecht. So muss das.
So, wir dürfen beschleunigen, haben aber auch eine Langsamfahrt zu erwarten. Also bleiben wir mal bei den 40. Ab hier dürfen wir sogar 90 theoretisch fahren. So, und dann halten wir auch gleich schon schön hier, wie das Laub fällt, oder? Das sieht doch sehr schön aus. Dann halten wir gleich auch in Aschaffenburg Hochschule. Machen uns hier mal ganz kurz das Licht doch wieder an. So. Sind auch gleich schon da. Und hier vorne halten wir dann an. Müsste passen. Jawohl. Tja, perfekt an der Haartafel, ne? Hier in Aschaffenburg. Und zwar Aschaffenburg Hochschule. Sehen wir auch die Hochschule irgendwo eigentlich? Wo ist denn die Hochschule? Weiß das jemand? Jedenfalls nicht hier. Was haben wir denn da? Da kommen die Leute von der Treppe nicht runter. Hm. Was ist denn mit euch? Die Beine im Boden versenkt. Tja, dann steigt halt nicht ein. So, Türen können wir jetzt gleich auch schließen. Und haben halt zu erwarten. So, nächster Halt ist dann Aschaffenburg Süd in 800 Metern. Und dann haben wir es für heute auch schon. Weiter geht nämlich die Strecke leider nicht. Ja, das Szenario, wie gesagt, gibt es im Creators Club. Kurzes, knackiges Szenario für die Main-Spessart-Bahn. Aber trotzdem mit ein bisschen KI-Verkehr. Und das Repaint ebenfalls. Beides von Cat Gaming. Beides verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich finde, es sieht ganz hübsch aus. Ne? Also, nicht schlecht. Die 628, ne, von der Nidertalbahn von TSG. Ja, und dann halten wir auch schon in Aschaffenburg Süd. Wir fahren, normalerweise wird jetzt der Zug weiterfahren bis nach Miltenberg, aber die Strecke geht soweit natürlich nicht. Eigentlich ganz interessant, dass bis hierhin das Ganze ausgebaut ist, ne? So. Und wir halten an. Türen auf. Ja,
Und dann sind wir hier angekommen in Aschaffenburg Süd. Hier am Bahnhof eine kleine Bäckerei. Oh, da ist ein... Moment mal, das muss ich einmal hier ganz kurz noch erledigt haben. Und zwar einmal hopp auf dem Bahnsteig und zack. Sehr gut. Ne, da auf diesem kleinen Abschnitt sind wir da unterwegs. Dieser kleinen Nebenbahn, dieser Stichstrecke. Ja, irgendwie ganz schön ausgestaltet hier, ne? Finde ich irgendwie dafür, dass man eigentlich sonst im Fahrplan nie hier unterwegs ist, ist es eigentlich, sieht es eigentlich ganz gut aus. Was mir so ein bisschen sagt, dass eigentlich mal vielleicht geplant war, diese Strecke noch weiter zu bauen, diesen Streckenabschnitt, aber es ist halt nie dazu gekommen. Toiletten klappen leider nicht. So, einmal wieder hinsetzen. Gut, dann machen wir erstmal die Tür hier noch zu. Mit diesem Bild bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht das gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.